Willkommen bei Moosferje. Moosferje hat eine sehr alte Geschichte, ist aber eine sehr moderne Anstrichfarbe, basiert auf die alte Formulation. Es ist total matt und bildet keine Schicht. Die Schicht, die herkömmliche Farben oft übers Holz bringen, macht Moosferje nicht. Ein sehr großer Unterschied mit der alten Formulierung, das ist bei mir S-Type, die können Sie von mir auch haben, ist, dass diese S-Type nur anwendbar ist auf sehr rohem Holz und Holz, was nicht angestrichen ist, wie in Schweden normal. Die Schweden bauen mit sehr rohem, unbehandeltes Holz. Bei uns gibt es meistens gehobeltes Holz oder Holz, das schon angestrichen ist oder gebeizt ist mit irgendwas oder imprägniert sogar. Moosferje hat eine sehr F-Type, hat eine sehr moderne Formulation. Diese Formulation ist also sehr, sehr anwendbar auf glatten und Oberflächen, hat aber die gleiche Wirkung, keine Schichtbildung und Dampfoffenheit. Sie sehen hier die blaue, schwedisch blau ist das. Die Formulation ist ganz, ganz einfach in Anwendung. Sie können sehr einfach etwas mit Wasser verdünnen und aufbringen. Es ist total matt, Sie sehen also keine Pinselstriche. Es ist eine ganz kind- und menschfreundliche Formulation, das ist geblieben. Man kann hier die Farbe sogar essen. Don't try this at home. Ich empfehle das nicht, ist aber möglich. Es ist eine sehr natürliche Formulation, die aber sehr langlebig ist und auch sehr einfach im Unterhalt. Wenn Sie wieder anstreichen wollen, durchschnittlich so nach 5 Jahren, dann ist es einfach sauber machen. Schleifen brauchen Sie nicht, Sie können es einfach aufbringen.